Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce-Zock-Kanal zu einer weiteren Folge NBA 2K24. Zur vielleicht entscheidenden Saison jetzt endlich mal, was so den Turnaround angeht mit Pennington, Baxter, Noelika, Carter, Chris Shelton, die neu dazugekommen sind, oder auch Wilson. Ich hoffe, es wird eine bessere Saison, aber ich will gar nicht so viel labern hier am Anfang. Gehen wir rein. Gehen wir in den Opening Night gegen die Sacramento Kings. Die haben wirklich ein geiles Team, die Kings. Mit Sertain, mit Gary Hamilton, mit Cam Whitmore, Andre Sharp und Viviano Ray. Bei uns eben Chris Shelton, George Pennington, Gary Baxter, Noelika, Mario Wilson und Stevie Mensa. Opening Night, wir zocken mal Statement oder City Jersey? Machen wir mal City Jersey. Wir gucken mal, was die Kings so haben. Die kommen auch in ihrem Statement-Jersey, lila gegen schwarz. Könnte ein bisschen dunkel sein. Wobei, sollte man eigentlich schon gut unterscheiden können. Komm, gehen wir damit rein. Und schauen mal, wie die Opening Night so wird. Das Debüt von Mario Wilson und eben Chris Shelton. Chris Shelton ist ja eh der Mann, wo ich mir so ein bisschen erhoffe, dass er der bessere Toby wird. Ob er das schafft, ist die andere Frage. Und wir gehen dann auf jeden Fall gleich mal rein. Ich bin richtig heiß auf die neue Season. Ich hoffe ihr auch. Denn ich will endlich mal wieder Richtung Play-Ins gehen. Zumindest darum kämpfen. Ob es am Ende klappt oder nicht, ist das andere. Ist eine andere Frage, aber es soll zumindest mal wieder in diese Richtung gehen. Tip-off geht an uns schon mal. Wilson im Ballbesitz, die Nummer 65. Spielt auf die Nummer 5 hier Chris Shelton. Chris Shelton hier gegen Sertain. Gleich mal seine erste Aktion, Chris Shelton. Chris Shelton macht gleich mal hier die Punkte. Stark. Macht gleich mal hier die Punkte. Also aggressiver Auftakt von Chris Shelton. Erste Aktion, gleich mal sich gegen Sertain durchgesetzt. Wir sind auch schon im verdammten Jahr 2036. Das ist auch verrückt. Pennington's Defense ist stark. Sertain. Und Foulspiel. Klares Foul. Illegal Block von Sharp hier. Ja, hier haben wir Shelton. Der Mann, der soll eben so ein bisschen das bringen, was Toby kann. Playmaking, Drives und Co. Nur das Ganze nochmal in einem Upgrade mit 5 cm größer, die er mehr mitbringt. Mit einem besseren Wurf insgesamt auch. Also das soll nochmal eine Upgrade-Version von Toby sein. Jetzt hier Shelton. Kick-out, Wilson. Den macht er nicht. Baxter Noelika holt sich den. Wilson hier, der Fake, stark von Wilson. Dann der Midranger, geht leider nicht rein. Schade. Und jetzt hier der Pass. Hamilton. Macht ihn nicht rein, der Einsatz bei uns stimmt. Und am Ende sind die Kings aber da. Holen sich hier die ersten Punkte. Baxter Noelika, auch er soll natürlich den Next Step machen. Baxter Noelika hier. Kriegt da ein bisschen Platz. Macht ihn nicht rein, schade. Sertain, Antonio Sertain bringt den Ball hier nach vorne. Spielt den gleich weiter auf Hamilton, der war contested. Und dann am Ende ist Wilson da mit dem Rebound. Chris Shelton. Hält den Ball hier. Sertain verteidigt ihn. Baxter Noelika, na? Gibt den nochmal ab auf Chris Shelton. Wiederum auf Baxter Noelika. Jetzt haben wir hier Stevie Mensa im Post. Stevie Mensa macht ihn nicht rein. Versucht er da den Fadeaway reinzumachen, das klappt nicht. Sertain. Oh, Sertain kommt da gut vorbei. Sertain ist auch einfach nur ein Monster, muss man sagen. Jetzt aber schwierig hier wirklich abzuschließen. Haben sie gut gemacht mit dem Kickout. Der geht nicht rein. Wilson holt sich Rebound Nummer 2 für sich. Pennington. Baxter Noelika. Wilson. Baxter Noelika stellt den Screen. Pennington. Wilson gibt den nochmal ab. Baxter Noelika, den muss er jetzt fast schon loswerden. Der Ball ist wieder bei Wilson. Starker Rebound und Shelton mit den Punkten. Ganz stark hier. Also die Warriors, die haben lange gebraucht, um den guten Abschluss zu finden. Am Ende macht ihn Chris Shelton rein. Gute erste Aktion vom Shelton, muss man sagen. Aggressiv hier gegen Sertain, einer der besten Ballhändler der NBA. Vielleicht sogar der aktuell beste. Antonio Sertain hier. Der Pass kam nicht schlecht. Whitmore, Wilson. Leider Foulspiel, sagt der Referee. Schade. Aber die Nummer 65 hat Bock. Die Nummer 65 hat definitiv Bock hier.
einige Rebounds geholt, hier versucht den Block zu holen, auch wenn es dann am Ende nicht klappt. Und Whitemore hier jetzt mit seinem gleich zweiten Freiwurf 2 von 2 reingemacht. Der Ball auf George Pennington. Fast der Steal. Chris Shelton. Na, Pendleton will sich freiwerfen. Freispielen meine ich. Jetzt hier der Ball auf Wilson. Gibt den ab. Shelton mit dem Dreier. Er war kein schlechter Versuch. Musste man jetzt irgendwie nehmen. Sertain. Sertain hier auf Whitemore gespielt. Whitemore im 1 gegen 1 gegen Baxter Nwilika und das ist. Bin mal gespannt, was sagen sie denn? Offense oder. Ja, das war tatsächlich ein Offensive Foul, okay. Aber es ist ein intensives Match, oder nicht? Also ich finde, die Kings hier versuchen wirklich intensiv Basketball zu spielen. Wir machen das eigentlich auch ganz gut bisher. Und jetzt hier Chris Shelton. Shelton gibt den ab. Stevie Mensah. Schön. Schönes Pick and Roll hier. Alles geht momentan über Chris Shelton. Übernimmt er hier gleich mal eine ganz große Rolle oder was? Schön wäre es natürlich. Jetzt muss er erstmal Sertain verteidigen. Das ist natürlich eine Mammutaufgabe. Gibt kaum jemanden, der schwerer zu verteidigen ist als Sertain. Und der setzt sich einfach wieder durch. Der ist so gut, dieser Sertain. Das ist unglaublich. George Pennington jetzt mal hier. George Pennington kann einfach durch die Zone gehen. Der ist sowieso eine natürliche Power, dieser George Pennington. Da haben sie einmal nicht aufgepasst, die Kings. Und dann rast er da einfach mal durch. Na, Pennington ist dran. Midranger. Nicht drinne. Wilson mit Rebound Nummer 4. Pennington. Stepback von Pennington. Ach, nicht drinne. Sertain. Den Ball abgeben. Whitemore. Hatte da ein bisschen Platz eigentlich mal gehabt. Jetzt aber Baxter Nwilika. Oh, das ist leider kein Foul. Wilson trotzdem stark. Habt ihr gesehen, wie Wilson nochmal direkt hingegangen ist? Und sich dachte, yo, come on, da kann man noch was machen. Baxter Nwilika. Baxter Nwilika gibt den ab. Mensah. Chris Shelton. Wilson jetzt hier. Der Screen kommt. Wilson will den selber machen, schafft er nicht. Es ist das zweite Foul von Whitemore. Den macht er rein, stark Wilson hier. Erster Punkt für ihn, 4 Rebounds, 1 Assist hier für Wilson. Und der ist perfekt drin, sehr, sehr gut. 8 zu 11 hier jetzt für die Golden State Warriors. Sertain. Na, Pennington war dran. Pennington ist dran. Sertain gegen Shelton. Shelton ganz nah dran und Sertain, das macht er immer so gut, aber da kommt der Block. Da kommt der Block, überragend. Und jetzt hier Shelton, schöner Pass auf Baxter Nwilika. Der versucht sie mit einem Catch-and-Shoot so ein bisschen Hype zu entfachen, das klappt nicht. Sertain, den jetzt zu stoppen, ist schwierig für Wilson. Boah, ach, schade. Ja, die Kings kriegen es gut hin hier. Wieder Punkte für die Kings. Chris Shelton. Shelton, gibt den ab. Nochmal weiter, Stevie Mensah. Stevie Mensah gegen Viviano Ray, das ist ein hartes Duell. Jetzt hier, Mensah. Nein, kann sich nicht durchsetzen im 1 gegen 1. Viviano Ray stand einfach zu gut. Ja, der ist nicht drin. Und Wilson schnappt sich den Rebound. Wilson mit dem Screen, der ist gut, der Screen. Pennington. Wilson mit dem Dreier. Ah, macht ihn nicht rein. Schade. Sertain, nee, nicht der Block. Was für eine Aktion hier. Sertain ist nicht zu stoppen. Sertain, was für ein geiler Spin hier. Also den beim Basketballspielen zuzugucken, macht einfach Spaß. Mensah. Shelton. Shelton versucht vorbeizugehen. Shelton geht super vorbei und dann wird er gefoult. Kein and one. Schade. Aber jetzt die Chance von der Freiwurflinie für Shelton. Den macht er rein. Wichtig. Den zweiten macht er auch rein. 7 Punkte. Topscorer hier bei den Golden State Warriors aktuell.
Oh, und jetzt hier der Stil oder was? Das ist stark gemacht hier von Chris Shelton. Chris Shelton gibt den sogar nochmal ab hier auf Baxter Nwilika. Super Aktion hier. Chris Shelton mit der richtigen Übersicht. Holt den Stil. Stürmt nach vorne. Sieht, dass Baxter Nwilika mitkommt. Und dann gibt er diesen Assist. 15-12. Warriors sind da, Mann. Das sind andere Warriors in diesem Jahr. Mit Wilson und vor allem anscheinend mit Chris Shelton. Vielleicht ist er der benötigte Point Guard, den wir gebraucht haben. Ja, nicht die Antwort. Mensah holt sich den. Und jetzt hier Chris Shelton. Geht ins Dribbling. Was macht er jetzt hier mit Surtain? Geht da ins Dribbling mit Surtain. Shelton, gib den nochmal ab. Wilson hat jetzt hier den freien Dreier. Den kann er doch. Ah, den macht er aber nicht. Wilson, eigentlich müsste er ein Spezialist sein in Sachen Dreier. Macht die ersten aber leider nicht rein. Ah, jetzt hier Surtain. Campbell. Campbell gegen Pennington. Kommt da nicht durch. Oh, schwierig. Schwieriger Wurf, geiler Contest noch. Chris Shelton zieht den Ball hier nochmal hin. Oh, jetzt hier Shelton gibt den ab. Super Ball. Wilson trifft den schon wieder nicht. Das war eigentlich ein super Contest und Pennington mit seinen Händen dran. Wilson steht übrigens 0 von 5 aktuell, das ist wild. Wir bringen mal gleich Chevion dafür rein. Und für Mensah soll ruhig Adams rein. Und Murphy soll auch nochmal gleich rein. Werden wir gleich mal Timeout nehmen, dann die Wechsel anstatten gehen lassen. Boah, nochmal rüber gespielt. Hätte Surtain sogar selber machen können. Schrägstrich müssen. Mal kurz ein Timeout. Wir spielen bis zur letzten halben Minute hier runter. Opening Night, da muss gezockt werden. Und dann gucken wir, ob wir eine Crunch-Time kriegen. Shelton. Adams. Chevion kann den Dreier nehmen. Macht ihn leider nicht. Houston. Ja, Baxter Nwilika ist dran. Na gut, das wäre etwas stumpf reingegriffen. Etwas sehr stumpf von Baxter Nwilika. Sharp jetzt hier. Na? Macht er rein. Der Surtain ist so gut einfach. Na? Shelton geht da einfach vorbei und stopft den rein. Wuhu! Was für eine Athletik hat der bitte? Was für eine gute Athletik hat bitte hier Shelton? Was für ein geiles Point Guard Duell. Shelton Surtain. Boah, das macht er gut, das macht er gut. Adams versucht noch zu stören, macht das geil hier Adams. Und jetzt hier der Ball. Der muss direkt nach vorne. Murphy mit einem ganz weiten Dreier. Ah, mach den nicht rein. Der wäre auch wild gewesen, muss man sagen. Foul, sagen sie. Drittes Teamfoul, alles noch halb so wild. Boah, fast der Stil. Aber nur fast. Und jetzt hier wiederum Surtain. Ah, nächstes Foul von Shelton, da muss er jetzt ein bisschen aufpassen. Am besten können wir gleich mal Toby reinbringen. Jetzt hier Roy, Houston. Surtain gegen Shelton, noch ist er drinne. Schwierig gegen Surtain. Keine Chance. Macht er einfach so gut. Toby wartet draußen die Nummer 10. Guckt sich das natürlich auch einmal alles an. Jetzt haben wir Shelton, spielt den Ball da ab. Murphy. Der Screen. Jetzt kommt der. Boah, nochmal versucht hier. Da kommt Adams tatsächlich ran. Schön gespielt, Chevion, ne? Chris Shelton. Chris Shelton geht da stark vorbei. Gibt den nochmal ab. Adams, ganz wilder Wurf. Da ist einfach zu wenig Zeit hier gewesen. Um noch irgendwas Vernünftigeres draus zu machen. Ah, Surtain. Surtain ist stark. Kriegt den Ball hier auf Houston. Der nimmt den. Trifft ihn nicht. Chris Shelton, Ruhe reinbringen.
Shelton hat den. Na, war nicht optimal. Murphy mit ein bisschen Platz, gibt den ab. Chevion ganz ruhiger Dreier mal und macht ihn dann noch rein. Schön. Eine Defense und eine Offense-Aktion machen wir noch. Sitain, gibt den ab. Das ist ein schönes Duell bisher gegen die Kings, muss ich sagen. Ich hoffe, wir kriegen nachher eine geile Crunch-Time, weil das macht Spaß. Sitain will ihn da jetzt hier alleine haben. Jetzt hat Viviano Ray mal den Dreier. An den macht er natürlich rein, Viviano Ray. Was auch sonst. Oh, Shelton. Schöne Aktion. Im 1 gegen 1 hier. Ah, das ist ein Steal hier. Aber wir haben den. Chevion mit dem Screen. Der kriegt den Ball nochmal. Macht er den Dreier rein? Chevion macht ihn rein. Schön mit ablaufender Shotclock. Ah, nice. Geiles Spiel. Ey, das Team spielt sich gut. Ich hoffe, wir haben jetzt eine gute Crunch-Time hier. Ah, 2-4. Gewinn leider die Kings. Drittes gewinnen wir dafür. Und das vierte sieht momentan sehr nach Kings aus. Ah, wäre schade, wenn wir das Spiel hier verlieren. Shelton übrigens 13 Punkte, 2 Rebounds und Dings Assists, 5 Assists. Und jetzt hier schön davon gezogen. Den Ball nochmal hingespielt. Wilson macht ihn rein. Langer Zweier. Trifft also auch zweistellig hier Wilson beim Debüt. Penton bei 25 Punkten, das ist stark. Ah, jetzt Sitain hier zu stoppen, schwierig. Der ist bei uns. Der ist bei uns. Baxter Nwelika, Transition Game. Baxter Nwelika gibt den. Ah, den hätten wir auf Wilson spielen können. Zu spät dann leider. Oh, das, und Wilson kriegt ganz viel Platz. Macht ihn einfach rein. Der kann das ja. Der kann das ja, verdammt nochmal. 14 Punkte. Und damit sind wir nur noch 8 Punkte hinten bei 4 Minuten. Das ist möglich noch. Boah, der ist schwierig. Den machen sie jetzt sharp. Ah, macht der rein. Gute Antwort hier. Gute Antwort von den Kings, muss man einfach sagen. Boah, Pendleton, na? Zu spät hier wieder hin. Wilson. Wilson hat jetzt eigentlich das Mismatch. Na, der war schwierig. Mensa kommt auch nicht mehr ran. Chris Shelton. Sitain ist einfach so gut. Aber der Ball ist bei uns. Der Ball ist bei uns. Gute Defense. Jetzt hier nach vorne gespielt. Baxter Nwelika kriegt den Ball. Baxter Nwelika macht ihn rein. Wichtig. 9 Punkte Unterschied. Das ist ein intensives Game zwischen beiden Teams hier. Ja, Mann. Pennant mit seinem vierten. Als ich da eben nochmal so im Kopf gefasst und dachte, ah, ja, ja, wir sind faul. Ey, wenn wir mit dem Warriors nicht erfolgreich sind, dann weiß ich auch nicht. Der hier wäre wild gewesen, unser Ball. Und jetzt hier Shelton. Shelton. Ah, schwierig. Wilson zieht davon. Baxter Nwelika macht das stark. Junge, was eine Aktion von Baxter Nwelika hier. Schön im Post sich gespinnt und dann zum Korb. 7 Punkte nur noch. Wir kommen langsam ran. Es waren mal 13. Ja. Whitmore gegen Baxter Nwelika. Sharp. Pennington ist dran. Sitain. Sharp. Na, sie holen sich den Rebound. Das darf halt nicht passieren. Sie dürfen sich halt diesen Rebound nicht holen. Alles gut gemacht bis zum Rebound leider. Ja, jetzt läuft auch noch die scheiß Zeit rum. 9 Punkte Abstand. Und Shelton denkt sich einfach mal, komm, zerstören wir einfach mal. Mensa, der Screen ist gut. Mensa aus der Midrange sollst du den machen. Easy. Ja, da ist er sicher. Bei der Dreilinie, der hätte ich ein bisschen gestruggelt mit Stevie Mensa. Midrange, da weiß ich einfach, der kann das. Sitain. Nicht und nein. Wir fechten das mal an. Wir müssen das jetzt mal anfechten.
kriegen. Ja, Monty Williams will es auch nicht wahrhaben. Gucken wir mal. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt ein V sein muss. Er hat eigentlich seinen Arm bei sich angelehnt. Mal schauen. Ist overturned, sag ich doch. Jetzt müssen wir den Sprungball aber für uns entscheiden. Jetzt müssen wir den Sprungball für uns entscheiden. Ganz wichtig. Komm schon, Mensa. Hol dir diesen verdammten Sprungball. Hol ihn dir! Ach, puh. Das wäre so wichtig gewesen. Hamilton. Schwierig. Schwierig. Das gibt's nicht, ne? Der holt sich den einfach. Sertain. Ja, das ist ein Mismatch. Und jetzt hier Ray. Sertain. Den macht er nicht. Den macht er eben nicht. Der Ball muss jetzt hier in Baxter Nwelicka. Wir brauchen jetzt eigentlich mal einen Dreier. Komm. Komm. Baxter Nwelicka. Kannst du dich da durchsetzen? Wir geben den nochmal ab. Hennetten. Wir brauchen einen Dreier. Wilson, du musst den nehmen. Wilson, komm. Nimm den. Wilson. Wilson, mach ihn nicht rein. Das gibt's doch nicht. Sertain, was ein Anspiel. Unser Ball. Okay, wir müssen am besten zack, floppy play, Attacke. Dann wären es nur noch 4 Pünktchen. Komm, floppy. Oh, er. Nee, so nicht, so nicht, so nicht. Oh, kann Mensa den? Sie geben Mensa den? Nein, nein, das war's. Jetzt irgendwie Sertain den Ball da abnehmen oder so. Wilson, nein, das Ding ist durch. Das Ding ist leider durch. Schade. 123, 111. Am Ende bleibt uns zwar ein schönes Debüt, aber leider mit einer Niederlage. Pennington 25 Punkte. Baxter Nwelicka ordentlich. Wilson mit einem Double-Double und 6 Assists als Big Man nicht schlecht. Shelton hier 13 Punkte, 2 Rebounds, 6 Assists. Hat an sich ein gutes Game gemacht. Es reicht aber leider nicht. Sertain überragendes Double-Double. Whitemore und Co. waren etwas zu stark. Und ja, wir verlieren das erste Game, aber es ist ja erstmal nur das erste Game. Wir gucken mal, wie die ersten 3 Wochen werden. Das machen wir immer so in der ersten Folge. Opening Night, ganz viel zocken und dann gucken wir uns 2-3 Wochen an. Das machen wir auch diesmal. Wir springen ein bisschen vor und schauen dann mal auf die Ergebnisse. Und was soll ich sagen, Leute? Wir sind in einer neuen Ära. Nach der Niederlage gegen die Kings gewinnen wir gegen LaMelo Ball und Co. Und sehen hier Murphy, 24 Punkte, richtig stark von der Bank. Baxter Nwelicka, Wilson, richtig gut, 3 von 5 Dreiern. Pennington, geile Overall-Stat wie immer. Shelton mit 10 Assists, auch richtig stark und wir gewinnen das Game. Gegen die Lakers ebenso. Baxter Nwelicka hier, der Topscorer, stark gemacht. Lakers hatten hier nicht die große Chance. Gegen die Gamblers, 128, 116. Boston Junior, Garland, Price, 3 Spieler über 20 gescored, aber wir kontern mit Baxter Nwelicka. Murphy, der es von der Bank so gut macht. Und auch hier mehrere eben, die gut gescored haben soweit. Cleveland, knapp geschlagen. Auch hier Baxter Nwelicka, der sich immer mehr zum Topscorer hier herauskristallisiert. Kontert hier die 36 von Balides. Dann einmal gegen die Trailblazers. Scoot Henderson, gute Partie abgeliefert. Aber auch hier Baxter Nwelicka, der bessere Mann hier, was das Scoring angeht. Wilson mit einem schönen Double-Double. Gegen die Nets hatten wir hier Wilson, Murphy, vor allen Dingen, der gefällt mir auch von der Bank, muss ich sagen. Also auch hier reicht es nicht. Dann gab es mal wieder eine Niederlage gegen die Gamblers, passiert. Boston Junior, Garland hier, Slaughter, wir haben einfach nicht so gut scoren können in dieser Partie. Aber haben danach direkt wieder gewonnen. Also es war kein Knick oder so, sondern einfach nur, ey, du hast mal verloren, nehmen wir so hin, wir machen weiter. Baxter Nwelicka, Mensa, Pennington und Co. Richtig, richtig gut. Und auch das letzte Game deutlich gewonnen gegen die Clippers. Also bei denen ging gar nichts, während wir hier richtig gut performten. Wenn wir jetzt mal auf die Einzelspieler-Stats so ein bisschen schauen wollen, dann sehen wir hier Folgendes. Und das ist sehr, sehr, sehr positiv. Baxter Nwelicka trifft 22,6 Punkte. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn es Baxter Nwelicka statt Pennington ist, der einfach dieses reine Scoring übernimmt.
Vor allen Dingen, wenn man sich die Quoten anschaut. Ah, ist das schön. Guckt euch das nämlich mal die letzten Jahre an. Der ist nämlich eigentlich kein so krasser Dreierschütze gewesen in der Vergangenheit. Noch nicht mal die 30% geknackt und in den ersten 10 Spielen, kleine Sample Size, I know, macht er aber einfach mal 40%. Ist aus dem Feld allgemein viel effektiver als die letzten beiden Jahre. Also so darf es gern weitergehen. Top. Sehr stark. Dann haben wir hier Pennington. Sorry. Der in diesem Jahr dagegen mit seinem Dreier struggelt. Bisschen komisch. Der struggelt irgendwie dieses Jahr bei seinem Dreier, aber insgesamt läuft es trotzdem ganz ordentlich auch für ihn punktetechnisch. Mensah, dass der ein bisschen weniger scored, ist auch vollkommen okay. Dafür haben wir jetzt ja noch unter Wilson und Murphy von der Bank aus. Also auch der hier richtig geil. Vor allem guckt euch die Dreierquote an, bei 43,9% von der Bank aus. Das ist ein Traum, wenn du so einen Spieler bringen kannst. Chevion scored noch ein bisschen und dann haben wir hier tatsächlich witzigerweise Shelton, der nur 4,6 Punkte macht, aber er ist halt so ein bisschen wie Toby, der reine Assist-Geber, muss man sagen. Er übernimmt halt wirklich das Playmaking, nimmt sich da auch zurück, macht noch was in der Defense, dann passt das auch mit seinen 0,9 Steals. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Und wenn er trifft, dann ist er super effizient mit 67,7%. Also das ist crazy gut. Mit Abstand damit natürlich der beste Scorer bei uns, was die Effizienz angeht. Rebounding hat man hier halt wirklich Pennant und Adams, die über 6 holen. Wilson und Mensah dann jeweils 8 Rebounds, das ist nicht schlecht. Assist hier, Toby und Shelton teilen sich das. Und Pennant hier mit 4,7 bei den Steals, Chevion ganz oben. Und bei den Blocks Mensah vor Pennant, vor Wilson. Das sieht insgesamt nach 10 Spielen, keine Frage, das ist eine kleine Sample Size. Aber trotz allem sieht das richtig gut aus. Stand jetzt sind wir Erster. Stand jetzt sind wir Erster im Westen. Hätte man vielleicht auch nicht so damit gerechnet, dass wir so schnell jetzt plötzlich auf Platz 1 sind. Aber wie gesagt, das sind 10 Spiele. Das kann nach 40, 50 Spielen ganz anders aussehen. Aber ich hoffe, dass wir auf jeden Fall auch nach 40, 50 Spielen irgendwo in der Top 10 sind, dass wir ums Play-In, Schrägstrich um die Playoffs kämpfen. Dann bin ich voll zufrieden. Es ist auf jeden Fall mal ein richtig positiver Start in die Saison. Im Osten hat man die Raptors. Philly, die Magic. Die Magic. Okay, die Magic sind auch am Start. Scheint eine Saison zu sein, wo viel talentierte Teams, bei denen es zuvor nicht lief, dass das in dieser Saison so ein bisschen besser läuft. Auch interessant. Und ja, Leute, was prediktet ihr dieses Jahr mit diesem Golden State Warriors? Sagt ihr, ey, die positive Phase wird sich fortsetzen. Wir kommen in die Playoffs. Sagt der eine oder andere sogar, ey, wir gewinnen die Conference. Oder sagt ihr, ey, nein, geiler Start, aber ich denke eher Kampf um die Play-ins. Oder ist irgendjemand so pessimistisch und sagt sogar, ey Bro, 10 Spiele, die waren cool, aber nein, nicht mal Kampf um die Play-ins. Da muss man schon sehr pessimistisch sein. Ich sage, wir schaffen es am Ende, um die Playoffs zu kämpfen. Ich glaube, dieser Saisonstart, das ist ein guter, so ein guter Eindruck der Mannschaft zumindest. Ich glaube nicht, dass wir die Conference gewinnen. Top 3, Top 4 auch schwierig, aber ich glaube, wir kämpfen am Ende so irgendwo um diese Position. So dass man sagt, um die Top 6, darum kämpfen wir. Werden wir auf jeden Fall die nächsten Folgen herausfinden. Ich habe Bock, mit der Mannschaft endlich wieder erfolgreich zu sein. Ich hoffe, ihr habt auch Bock auf die Reise nach wie vor. So viele Songs. Ich kann immer nur wieder Danke an alle von euch sagen, dass ihr mit dabei seid, gerade bei so langen Serien. Es ist einfach geil. Es macht mir super Spaß. Ich finde die Serie legendär jetzt schon. Geile Reise mit den Warriors. Und ich sage euch so, bis dann F1-24 rauskommt, habe ich noch sowas von Bock auf diese Serie hier. Yes. Wir werden noch einiges machen hier mit den Warriors. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Euer Losche meldet sich ab und bye bye.